Glück auf und seid gegrüßt im wunderschönen sonnigen Gamsberg im Landwirtschaftssimulator 2019. Ich habe jetzt gerade noch meine ganze Gülletechnik hier so ein, zwei fix verstaut, will ich mal sagen. Denn ich hatte ja im letzten Video zum Schluss hin noch vom Händler mir was Schickes holen dürfen zum Austesten, und zwar den großen schwarzen Massey Ferguson 9T Drescher. Und ja, da bin ich natürlich jetzt heiß drauf, das Ding hier mal richtig auszuprobieren. Werde jetzt hier mal noch an das schwarze Biest ein paar Anhänger ankoppeln, dass wir was zum Abfahren haben. Der Drescher steht, wie gesagt, draußen am Feld. Und dann bin ich mal ganz sehr gespannt, wie sich das Ding so fährt. Bin ja bloß ein ganz kleines Stück mal gefahren. Ja, und der Händler hofft natürlich, dass er mir das Ding irgendwann verkaufen kann. Preis, so wie er da steht, mit Schneidwerkswagen, 12 Meter Schneidwerk, über eine halbe Million Euro, ist natürlich eine ganz, ganz sportliche Ansage. Aber das Ding wäre auf jeden Fall was, wenn wir uns das Feld 1 vielleicht bald unter den Nagel reißen können. Aber da fehlen mir auch noch, naja, knapp 100.000 Euro. Könnte aber doch, wenn das so bleibt, bald Realität werden, weil wir ernten Sojabohnen und der Sojapreis ist gerade bei der Getreidemühle richtig, richtig hoch. 1.900 und zerquetschte Euro pro 1.000 Liter. Also könnten wir schon was machen. Hier ist ja noch das zweite Feld, das ist noch nicht ganz ausgereift. Ist zwar eigentlich auch für die Schweine gedacht, aber wir müssen mal schauen. So. Hier steht der Gerät. Auch in wunderschön tiefschwarz. Passend zum Traktor wäre es natürlich, ne? Müssten wir bloß die Anhänger noch umlackieren. Nee. Das machen wir nicht. Wäre jetzt auf jeden Fall mal das Abfahrgespann hier herstellen. Und dann mal der Gerät anschmeißen. Ist schon ein wahnsinniges Teil hier. 17.000 Liter Korntankvolumen. Das wäre schon was. Aber wie gesagt, dafür müssten wir die Sonnenblumen. Quatsch, Sonnenblumen. Ah, naja, ich bin schon wieder aufgeregt, ich merke schon. Die Sojabohnen zum absoluten Toppreis verkaufen können.
Der Maschinenhändler hatte natürlich da schon wieder ganz, ganz coole Ideen. Naja, den drückt das Geld nicht so. Sagt er, du hast doch die Halle dann da oben noch, wenn du das Feld 1 kaufst, da ist eine Leimbinderhalle dazu. Da kannst du doch den großen Drescher da oben stehen lassen. Und für die kleineren hier unten kaufst du dir noch einen anderen neuen bei mir. Ich sag, bist du jetzt komplett verrückt geworden oder was? Naja, manchmal da geht's halt schon durch mit ihm. Ich habe ja eigentlich schon immer gesagt, den John Deere Thresher, das ist ein Fahrzeug der ersten Stunde. Also das glaube ich nicht, dass ich das übers Herz bringe, mich da so zu trennen von ihm. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich es auch mal, aber im Moment würde da sehr, sehr viel Herzblut mit weggehen. So, jetzt haben wir 5000 Liter. Mal sehen, was das Feld bringt. Die siehst du mal noch gar nicht hier oben drin. Fährt sich auch erstaunlich handlich, das Ding. Gut, zum Feld 1 da hoch. Der eine oder andere wird ja diese schmale Serpentinenstraße hinten beim Kuhstall raus kennen. Das ist dann bestimmt schon eine ganz schön sportliche Herausforderung. Ich glaube auch nicht, dass das funktioniert, den Schneidwerkswagen hier an den Drescher dran zu hängen. Schneidwerksbreite sollte man ausnutzen. Nein, Innenperspektive ist relativ schwierig noch. Sag mal so, am Anfang jetzt ist es noch für einen Abfahrer recht entspannt, ne? Weil der kann lange warten. Aber wenn, dann ist auch schnell mal der Hängerzug voll. Jetzt erstmal versuchen, hier wieder einen geraden Schnitt reinzukriegen. So, das war das akustische Signal, 50% gefüllt, 8700 Liter. Da ist dann beim Johnny schon fast Ende Allende. So heißen, da sind wir dann schon knapp bei 80%. Gut, aber das Ding kostet auch keine halbe Million. Ich muss ja noch dazu sagen, hier habe ich noch kein Maisgebiss dabei. Ne? So, jetzt nur das Schneidwerk für die Standardfruchtarten, Getreide. Schön in einem Zug hier rum, etwas ausholen und schon ist man wieder an der Spur.
Mal gucken. Wir haben ja schon fast das halbe Feld runter. Jetzt die dritte Bahn hier, da bin ich ungefähr bei Feldmitte. Ja, ich hatte auch noch über so ein Lexion nachgedacht. Aber ich habe mir dann einfach überlegt, der große Ideal hier, der kommt in meinen Projekten eigentlich bislang noch gar nicht vor. Und auch sonst, so finde ich, hat er eine ziemliche Nischenrolle hier im LS19. Finde ich zumindest. Und aus dem Grunde habe ich mich dafür entschieden, das Teil mal auszutesten und zu zeigen. Der Lexion hat sogar, glaube ich, noch mehr Arbeitsbreite. Aber der wird ja nun an allen Ecken und Enden gezeigt. Den gibt es ja, glaube ich, auch noch in einer kleineren Version hier, diesen Ideal. Ich weiß jetzt nicht, welche Bezeichnung. Ich weiß nur, dass ich das Ding im realen Leben bei mir außerhalb von da, wo ich wohne, ein paar Kilometer weg, bei einem kleineren, sogar kleineren Betrieb gesehen habe. Auch in Schwarz, allerdings als Fendt. Auf dem Feld, also sowas fällt ja auf, ne? Wenn mal ein schwarzer Drescher über den Acker fährt. So, ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, aber ich will doch mal sehen, wie es denn aussieht, wenn der Korntank voll ist. Zur Not muss ich halt die paar Schritte rüberlaufen und den Abfahrer rüberholen. Oder ich pack's sogar noch. Wir werden sehen. Prozent. Das könnte sich sogar ausgehen bis davor. Na, 97. Das wird nix. Ganz knappe Kiste. Okay, also, so sehen 17.100 Liter aus im Korntank. Die müssen wir uns jetzt mal holen.
Ach ja, das sieht schön aus. Man darf doch mal träumen, oder? Wäre das was? Das wäre was für mich. So, ein Anhänger fast voll. Super. Könnt ihr ja mal kurz schauen, was das andere Sojafeld macht? Ist es denn schon erntereif? Nee, es ist noch nicht ganz fertig. Denn was werden wir jetzt hier zusammenbringen? 17. Naja. 26 Tonnen vielleicht. Also grob geschätzt. Mal 2 kann man es rund rechnen. Naja, 50, 55.000 Euro. Da sind wir immer noch ein ganzes Stück weg vom Feld 1. Und ich möchte nicht unbedingt dazu bei der Bank nochmal anrufen müssen. Den Anruf will ich mir eventuell aufheben für das Gerät hier. Das Feld will ich jetzt irgendwie aus eigenen Kräften stemmen. Muss dann noch mal durchschauen, was wir alles so zum Verkauf hätten. Getreidetechnisch dürfte jetzt nichts weiter sein. Da haben wir so weit wie ging schon veräußert. Könnten natürlich mal gucken, was es noch an Aufträgen gibt hier. Von den Kollegen. Wir könnten auch, fällt mir gerade noch ein, aber der Preis ist zu mies. Silageballen noch machen. Von der Wiese am Schafhof. 400 pro 1000 Liter ist ja eigentlich so mies, ist das gar nicht der Preis. Man muss es ja mal 4 rechnen, der Ballen hat ja 4000 Liter. 1600 pro Ballen. Also ich müsste da dann auf jeden Fall nochmal meine Finanzen checken, meine Felder brauche ich nicht checken, nee. Aber Tiere, vielleicht können wir noch Milch verkaufen, Käse, Stoff. Wolle wäre noch ein Projekt. Die Wolle wieder zur Stofffabrik zu bringen. Die haben sowieso schon lange nachgefragt. Weil mit den Stoffbahnen, da kann man richtig gut Kohle machen.
finde auch diese Einzugsanimation hier schön gemacht von dem Schneidwerk. Das Förderband nenne ich es jetzt mal. Auf jeden Fall gab es eine gewaltige Zeitersparnis. Ne? Also mit dem Johnny hätte ich dann schon ein ganzes Stück länger gebraucht. Einfach aufgrund dessen, dass der 7 Meter irgendwas an Arbeitsbreite hat. Auf jeden Fall fahre ich das Zeug jetzt sofort noch verkaufen, bevor der Preis sinkt. Ich kann mich auch gar nicht erinnern, dass der Preis außerhalb von meinem Hofladen, der Hofladen ist ja im Prinzip auch eine Verkaufsstelle, dort war eigentlich immer sojatechnisch der beste Preis. Aber das ist, glaube ich, das erste Mal, dass es bei der Getreidemühle einen höheren Preis gibt. So, jetzt müssen wir dann auf jeden Fall den zweiten Anhänger noch aufdecken. Klappen die Maschine erstmal zu, weiß ja nie, ob ein Regen kommt. Ich werde ihn wahrscheinlich hier stehen lassen und am nächsten Ingame-Tag, denke ich, können wir dann die anderen Sojabohnen ernten. Aber die bringen wir jetzt erstmal weg und machen die zu Geld. Checken. Nicht, dass sich da jetzt ruckartig was geändert hat. 1926 bei der Getreidemühle. Am Verkaufshäusel Groß, was mein Hofladen ist, gibt es nur 1791. Also 25.000 habe ich ja gar nicht so schlecht geschätzt.
So, auf der Landstraße geht das Ding natürlich auch wie die Pest. Auf dem Feld, naja gut, der Rehamot tut da sein Übliches dazu. Oder sein Übriges, so sagt man, glaube ich. Vielleicht haben wir ja auch noch ein paar Hühnereier. Da gibt es immer hier richtig gut Geld. Meine Mitarbeiterin, die verkauft die Dinger wie verrückt. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen vom Gas gehen hier. So, da sind wir schon. Und raus damit. Knacken wir die 800.000. Theoretisch sollte es passieren. Jawohl. Na, das sieht doch gut aus. 48.243 Euro hat jetzt die ganze Fuhre eingebracht. Wie gesagt, ich habe noch ein Feld. Sollte zwar für die Schweine sein, mal sehen. Zumindest einen Teil könnte ich noch verkaufen. Aber ich mache mir darüber Gedanken. Schau nochmal, wo ich was zusammenkratzen kann an Geld. An irgendwelchen Dingen, die wir noch veräußern können. Oh, und vielleicht können wir ja dann doch bald den Vertrag unterschreiben. Den Kaufvertrag fürs Feld 1. Ihr werdet es erfahren, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.